Ja, und momentan auch schwer in der Kritik die AfD, denn sie trage eben auch zu einem vergifteten Klima bei, heißt es da. Der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland hat sich inzwischen auch zu der Bluttat in Hanau geäußert. Hören wir mal rein. Es fehlen einem die Worte, was soll man dazu sagen? Es ist ein fürchterliches Verbrechen geschehen. Und alles, was man hört, kann man nur sagen, wir fühlen mit den Angehörigen, die Menschen verloren haben. Es ist unfassbar, dass sowas geschieht. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das kann schon sein, dass es ein zutiefst rassistisches Motiv ist. Ich habe da gar nichts zu erwidern. Das kann sein, aber es folgt offensichtlich an einer völlig kranken Geisteshaltung. Und dann werden wir sehen, was die Motive sind. Ich habe das vom Generalbundesanwalt gelesen. Warum soll ich das nicht in den Mund nehmen? Bei jemandem Rassismus in der Form ist natürlich auch geisteskrank. Ist doch völlig klar. Ja, und bei uns im Studio ist Miro Dietrich, er ist Rechtsextremismus-Experte. Und Herr Gauland versucht da so ein bisschen seine Hände in Unschuld zu waschen und sagt, naja, der Täter hat mit unseren Reden nichts zu tun, der hat sie vielleicht noch nicht mal verstanden. Hat er recht, dass die AfD da gar nichts mit zu tun hat? Wir können natürlich ganz klar beobachten, wie die Stimmung in Deutschland sich verändert hat. Und da trägt die AfD natürlich zu bei. Und also die Tat kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Wir hatten erst vergangenen Freitag eine Verhaftung von 12 Menschen, die ihren Bürgerkrieg auslösen wollten. Wir hatten letztes Jahr den Mord an Walter Lübcke und wir hatten den Anschlag in Halle. Das kommt ja aus dem nicht aus dem Nichts. Jetzt sagt er, der Mann war schwer geisteskrank. Haben Sie das Gefühl, das ist ein Versuch, das Ganze so ein bisschen zu relativieren? Natürlich, das ist eine sehr häufige Reaktion, die wir gesehen haben. Auch nach Halle war das so. Das hat nichts mit uns zu tun. Die Tat wird sehr entpolitisiert meist. Wie wir aber in dem Fall deutlich sehen, natürlich, der Mann hatte offensichtlich psychische Probleme. Aber gleichzeitig hat er auch ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, was sehr von Rassismus geprägt war. Und das ergänzt sich in diesem Fall sehr gut. Rechtsextreme bedienen sehr stark apokalyptische, paranoide Weltvorstellungen. Und die spiegeln sich auch in den Sachen, die dieser Täter veröffentlicht hat, jetzt wieder. Mhm. Auch eine Verantwortung von solchen Parteien, dass sie sozusagen solche labile Menschen auch natürlich dann stark beeinflussen können? Er sah Nicht-Weiße als Bedrohung für Deutschland und er wollte sie auslöschen. Und natürlich, wenn man von Invasoren spricht und von Fremdkörpern in diesem Land, führt das natürlich dazu. Allgemein das Thema Hasskriminalität, Beleidigungen auch im Internet bis hin eben zu tätlicher Gewalt. Das sind alles Dinge, die angestiegen sind in Deutschland. Und man fragt sich natürlich auch, warum und vor allem, wie muss man dem denn jetzt begegnen? Also eine Sache, die wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Frust steigt. Also die Leute wollen eben nicht nur im Internet diese Dinge posten, sondern sie haben eine große Frustration und sehen keine politische Option. Früher waren es irgendwie, dass man in Dresden im Kreis gelaufen ist oder rechtspopulistische Parteien gewählt hat. Mehr und mehr sieht man jetzt aber auch, dass die Leute Gewalttaten ausüben. Mhm. Dankeschön, Miro Dietrich. Für den Moment bleiben Sie noch kurz bei uns. Wir wollen da noch mal ein paar Reaktionen hören. Ja, unter anderem der Grünen-Chef Habeck hat sich auch geäußert. Es ist auch ein Tag des Zorns über den Hass, über die Gewalt, die sich in unsere Gesellschaft reinfrisst, über Jahre jetzt schon, die sich im Netz ausbreitet und von da aus dann zu immer mehr und fürchterlicheren Taten wird. Heute sollte das Mitgefühl und die Aufklärung im Zentrum stehen. Wir dürfen uns nicht an solche Taten gewöhnen. Und dann muss die konsequente Verfolgung und die Prävention aller solcher Taten, des Rechtsextremismus, des Rassismus, unbedingte Priorität allen politischen Handelns sein. Prävention ist das Stichwort. Was kann hier getan werden? Und anders gefragt, hat die Regierung hier in letzter Zeit zu viel versäumt? Die letzten Jahre wurden auch sehr viel versäumt. Wir sehen auf jeden Fall, dass jetzt viel nachgeholt werden will. Aber das Problem ist auf jeden Fall, dass das Thema Rechtsextremismus und online ein sehr komplexes ist. Die Sprache ist sehr schwer verständlich für Außenstehende. Es bildet sich dort eine eigene Community. Und diese Leute hätte man in den letzten Jahren aufbauen müssen. Und dass das nicht passiert, das sehen wir jetzt sehr deutlich. Mhm. An Prävention, eine Sache, die wir hier sehen, ist,
dass Dinge, die wir vielleicht online als wirre Verschwörungstheorien vielleicht erstmal belächeln, dass dort hinter eine Gefahr steckt. Weil diese Menschen befinden sich in einem apokalyptischen Weltbild und dieses apokalyptische Weltbild kann auch in Taten, in Vernichtungsfantasien übergehen. Und wenn man dann eine labile Person hat, kann das sehr leicht passieren, dass sie auf die Straße geht und diese Taten dann umsetzt. Mhm. Diese Botschaften wurden vorher veröffentlicht. Warum ist es der Polizei nicht gelungen, diese Tat möglicherweise zu verhindern? In den Botschaften selbst war ja keine direkte Tatankündigung. Und viele dieser Dinge, die sehr ähnlich sind, werden jeden Tag tausendfach veröffentlicht. Also ich glaube, das war sehr schwer, diese eine Person zu erwischen. Wenn man mal jetzt über die zivilgesellschaftliche Verantwortung spricht, wenn man in seinem Umfeld, in seinem Facebook-Netzwerk oder ähnliches, wenn einem so Dinge auffallen, dass Menschen da schon sehr tendenziös irgendwie posten, dass sie auch irgendwo nebenbei irgendwelche abfälligen Bemerkungen machen oder ähnliches, wie sollte man darauf reagieren? Es ist wichtig, mit diesen Leuten zu sprechen, weil was wir ganz klar aus der Forschung sehen, es bringt sehr wenig, online einen Kommentar einer fremden Person zu lesen. Das löst bei sehr wenigen Menschen nur eine Veränderung aus. Weil das ist es ja, was eigentlich normalerweise passiert. Da schaukelt sich dann der Hass nach oben und da wird immer nur gegenseitig sich angegriffen. Genau, was wir aber wissen, ist, dass wenn ein direkter Kontakt zu einem Menschen besteht, wenn man eine Beziehung hat, dass man dann viel erfolgreicher eine Meinung ändern kann und dort darauf einwirken soll. Und es ist sehr wichtig, dass das passiert. Die Person jetzt hatte ja auch Freunde und wenn man sich die Sachen durchlässt, die ja sehr wahnhaft sind, die er davon sich äußert, dass dort niemand irgendwie eingegriffen ist oder sich mal gemeldet hat, ist ja schon schade. Was muss die Politik mehr tun, damit solche Taten in Zukunft verhindert werden? Wir haben es ja mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Taten zu tun. Wir hatten einmal mit dem Fall Halle zu tun, jemand, der sich im Internet in so einer internationalen Szene radikalisiert hat. Wir hatten den Mord an Walter Lübcke, was ja eher anscheinend eine Person war, die früh schon in rechtsextremen Szenen war. Und jetzt haben wir jemanden, der sich anders im Internet nochmal radikalisiert hat. Es ist sehr schwer, eine Antwort für all diese Themen zu finden. Es muss aber klar sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Wenn man dort Gewaltandrohungen postet oder strafbare Dinge, dürfen die Leute nicht das Gefühl haben, dass dort nichts passiert. Miro Dietrich, vielen Dank für diese Einordnung. Sehr gerne.